nicht kommt. Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich dachte, wir sterben gleich. Gerade. Ich hatte echt Angst. Wir sind mitten irgendwo im Wald, Fürstenfeldbruck. Pörtschneid. Die Jungs haben mich eingeladen. Schauen wir mal, was so geht. Die haben mich schon gewarnt, dass es so aussehen wird, den ganzen Abend. Alles so für ein Lavita, das gleich flieht. Okay, noch nicht. Danke. Du bist nicht gelaufen, du bist gegangen. Danke. Ich bin gelaufen. Oh Gott, nicht so viel. Egal, nur ein Lavita. Also, das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack, wie es heute aussehen wird. Was macht ein Spielplatz hier mitten im Wald? Aber echt? Oh mein Gott. Also, er versucht jetzt hier zu wenden. Ich habe ein paar Mal Herzinfarkt bekommen. Ich fieber mit, dass er nicht gegen den Baum fährt von hinten. Alter. Ja, jetzt hat er es, glaube ich, überlebt. Oh. Nein, wir sind ja nicht. Wir haben ja nicht gewendet. Ja, ja, noch nicht. Oh mein Gott. Ihr seht nichts, aber ich leide. So. Alle treffen sich, versammeln sich. Noch nichts Spannendes gespawnt. Schauen wir mal, was heute Abend so geht. Schlafmütze. Ich grüße Schlafmütze 90. Liebe Grüße von allen. Tobi, wink mal. Ah, nicht so nah. Von wem? Von dir und Philipp. Ich steig nicht aus für Philipp. Tut mir leid, Philipp. Du bist es nicht wert, dass wir aussteigen, Philipp. Oh mein Gott. Das wird nicht online gestellt. Doch, wird es. Nein. Ich hab gehört, du schläfst schon. Noch nicht. Servus, Bertel. Das war der Bertel, mein Erzfeind. Staubige Brüder. So kann man es auch nennen, ja. Übrigens hat keiner die Spawns im Visier, was nicht gut ist. Die chillen hier, haben ihren Spaß, quatschen. So geht das nicht. Leute, immer muss jemand ein Auge auf die Spawns halten. Auf jeden Fall ein sehr lauer Abend bisher. Nicht so gute Spawns. Ich hab Hunger. Das habe ich euch gerade eben schon mal erzählt, aber die Kamerafrau hat einen Fehler gemacht. Auf jeden Fall. Ich kann mir nichts bestellen, weil ihr wisst, wir haben Dimi allein gelassen. Einfach so. Und ich will nicht, dass mir dasselbe passiert. Ich will nicht, dass wenn ich Pizza bestelle und irgendwas krasses spawnt, alle dann ohne mich fahren, während ich auf meine Pizza warten muss. Schau mal, was noch so geht. Ich sehe. Jetzt haben wir Licht. Ich habe nicht viel Hoffnung. Ich bin ein wenig enttäuscht. Ich wurde mit falschen Versprechungen hierher gelockt. Dragogon hier, Dragogon da. Wo sind die Dragogons, Leute? Cut. Evoli 100. Evoli. Level 28. Hast du das noch gefilmt? Hast du noch den Tumult gefilmt? Ich filme noch. Hier, das filmt noch. Alter, wie kann ich mich über Evoli freuen? Doch, das letzte Mal habe ich auch neu gestartet. Kann auch nur im Fürstenfeld passieren, ey, ehrlich. Das ist aber so einer der wenigen Stämme. Ja, zu meinen. Prozent. Der ist für dich, Kogai. Ich gönn's dir, dass du ihn verpasst hast. Aber ich hab
Woche immer, weißt du? Aber geh, du fällst nicht wieder hin, oder? Taschenlampe sind gegeben. Passt nicht auf. Haben wir gedacht, die nimmst du heute mit. Dann sind wir komplett, oder? Jetzt haben wir einen verloren auf dem Weg. Nein, ja, wir sind nicht komplett. Alle halb tot, das wird aber eng. Gibi, 3 Minuten da. Yay. Gibi, natürlich. Da oben ist ein Voltulamm, wenn du noch keins hast. So, kurze Pause, kurze Erholung. Da hat eine junge Dame Geburtstag. Alles Gute. Alles Gute. Heute ist Zeit, 40 Minuten. Sehr gut. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Und jetzt? Singen wir, oder Leute? Nein. So, das war's. War echt eine anstrengende Nacht. Echt ein paar ungewöhnliche Spawns an ein paar verrückten Orten. Ja, ich weiß, es war dunkel. Hoffentlich regen sich nicht zu viele wieder auf. Ist halt authentisch so und so war es halt auch. Ist halt dunkel und verrückte Wege, Feld, Wald und dies, das. Für das eine Evoli mussten wir durch Felder laufen, kilometerweit und irgend so einen Berg rauf und das war echt verrückt. So viel, zu viel Natur für mich. Ich bin ein Stadtjunge. Das war echt ein bisschen zu viel Natur, aber war trotzdem lustig. Erinnert mich an früher, die alten Zeiten, wo wir ganz, ganz früher Scannertouren gemacht haben und für alles noch gelaufen sind. Erstmal Shoutout und danke an Axel und Hassan und alle aus Fürstenfeldbruck für die Einladung und ist echt eine coole Gruppe dort. Wie gesagt, das sind echt coole Leute, haben sich gut um uns gekümmert und scheinen echt anscheinend viel Spaß zu haben, holen sich solche verrückten Spawns öfters. Effektivität, wie gesagt, bei meinem Review, beim Video zu unserer Perch Night. Wie öfter man so eine Perch Night macht, desto ineffektiver wird die. Weil wir hatten schon die ganzen Hunderter von diesen häufigen Sachen, Raupi, Honleo, Hutut, Radfratz, Taubsi und sowas, Klamurks. Und dementsprechend kamen für uns nicht so viele Spawns, aber ich habe immer gesagt, wenn ich wenigstens einen neuen bekomme, dann passt das. Und das war in dem Fall 100% Mirapla. Ich hatte zwar schon einen, aber man braucht ja zwei. Einen für Giflor und einen für Bluebella. Dementsprechend war ich damit zufrieden. Ansonsten natürlich zwei saftige Evolis auf 100%. Theoretisch brauche ich die nicht, aber wer sagt nein zu denen? Und die Level waren gut, also das ist auf jeden Fall eine Verbesserung in meiner Sammlung. Und obendrauf noch Kogai, der sucht verzweifelt nach 100% Evolis, also richtig saftig, dass er die nicht bekommen hat. Scherz, also dir gönn ich es auch, Kogai, wenn du das nächste Mal mit dabei bist. Ansonsten war's das, wie gesagt, Shoutout an alle, danke an die Leute aus Fürstenfeldbruck, war echt lustig. Mal schauen, ob ich irgendwann mal wieder Fürstenfeldbruck vorbeischaue. Jetzt nicht nur unbedingt für Perch Night, sondern einfach so scannen, weil da kommen anscheinend echt viele Dragons. Leider in dem Fall keine gekommen. Oder einfach so für Lokmodule und Farmen. Früher war da auch mal ein Hotspot, und zwar beim Kloster. Aber wie gesagt, das war's. Mal schauen, ob ich vorbeischaue. Aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Twitter, Facebook und Instagram. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.